Hallo und willkommen zu einer Folge Pokémon. So, wir gehen wieder zu Professor Kukui. Der hat wieder geklingelt und kommt einfach rein. Hallo Nico, es wird Zeit zu gehen. Die Festlichkeiten rufen. Aber zuerst, jetzt wo du ein echter Pokémon-Trainer bist, muss ich dir unbedingt etwas zeigen. Komm, wir machen einen kleinen Abstecher zu Route 1. Pass schon auf und viel Spaß. Das wird sicher lustig zusammen mit deinem neuen Pokémon. Mautz und ich kümmern uns erstmal weiter ums Auspacken. Mautz. So, das Ding ist, wir lernen es ja Pokémon zu fangen. Aber ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, das ist das erste Pokémon. Sondern, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was denn so ein skriptetes Pokémon und wie auch immer, das ist quasi immer dasselbe Pokémon. Deswegen würde ich sagen. Ich weiß nicht genau, wie da die offiziellen Regeln sind, aber ich mache einfach meine eigene Regel. Ich sage einfach, das zählt für uns nicht. Das fangen wir denn, tun wir dann später weg. Und dann nehmen wir lieber einen richtigen Random-Encounter auf der Route. So, komm schon, Deko, nicht zu langsam. Um es mit einer Pokémon-Attacke auszudrücken, machen wir Turbo-Tempo. Hier drüben. Wie du sicher weißt, können im hohen Gras wilde Pokémon lauern. Aber nun hast du ja Robert an deiner Seite. Du kannst jetzt also nicht nur gegen wilde Pokémon kämpfen, sondern sie auch fangen. Ich zeig dir mal eben, wie man wilde Pokémon fängt, also pass gut auf. Epic. Wie viele Pokémon da ich haben muss, ne? Stell dir vor, der zeigt dir jedem neuen Trainer, der hier anfängt, wenn ein Pokémon fängt. Fängt dabei immer selbst eins. Da muss halt zig Pokémon aber dann kommen. Oh, da muss man so sehen, natürlich ist Alola auch nicht so groß. Das heißt, viele neue Trainer gibt es hier wahrscheinlich auch nicht unbedingt. So, na, das war doch nicht so schwer, oder? Manchmal greifen wir die Pokémon dich an, aber wenn du sie fängst, können sie verlässliche Mitstreiter werden. Und wenn deine Pokémon mal fix und fertig von vielen Kämpfen sind, mach zu Hause eine Pause. Sprich einfach mit deiner Mutter, bestimmt sorgt sie dafür, dass sich dein Team gut erholt. Du kannst aber auch einfach Tränke verwenden. Hier ein paar Pokébälle und Tränke, damit du gleich loslegen kannst. Also dann, los geht's, los geht deine kleine Abenteuerreise nach Lili. Und du passt mal gut auf Nico auf, ja, Robal? Jo. Also, das müsste jetzt, glaube ich, ist nicht Marula oder so? Den Pepek. Oder ist das doch kein Random? Oder ist das doch nicht gescriptet? Den Pepek kann das nicht sein. War es ein Ultrasonne, Ultramond so? Irgendwo bin ich der Meinung, habe ich mal gehabt, dass das gescriptetes Pokémon war. Weil Pepek ist das ja Leben. Dann fangen wir ein paar Weg. Das ist mir jetzt egal. Dann haben wir halt, weder ist das gescriptet oder nicht. Bevor ich mir täusche und dann hier schon die Regel im ersten Moment breche. Bis Level 3. Das heißt ja eigentlich, sind leichter wieder. Du musst ja locker so einen Pfund überleben, ne? So, natürlich müsst ihr dir auch einen Spitznamen geben.
sagen, ich bin mal dabei, mal irgendwie nachzuschauen, ob ich es irgendwo finde, ob das jetzt ein festes Pokémon war oder nicht. Wo ist Gras? Eigentlich muss er sonst irgendwie stehen, ne? Wie ist denn hier überhaupt? Wo ist die Route? Da. Da versteht ihr irgendwie jetzt nichts. Ja, mein, ey, wo war das mal so? Also auf jeden Fall in der Generation, aber irgendwie vielleicht auch nicht. War es irgendwie, ach keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall Pepek. So, Pepek Spitzen angeben, ja. So, da wir schon bei Neptun waren, wegen ja Wasser und Gott und so. Wo kam Neptun das nochmal her? War es jetzt der römische oder der griechische Gott? Keine Ahnung. Du bist jetzt auf jeden Fall einfach Mars. Keine Ahnung, ob es jetzt dieselbe Mythologie ist. Oder ob es jetzt die andere ist. Weil müsste es ja passen, oder? Wegen Mars und Neptun sind ja weiße Planeten, also von daher. Wird schon passen. So, stimmt, was ich eigentlich auch mal machen könnte, mal wegen dem Wesen nachgucken. Was hat unser Starter denn für ein Wesen? Okay, Spezialangriff steigt, Verteidigung sinkt. Das ist auf jeden Fall okay, nehme ich. Oh, Angriff, ja, okay, Initiative sinkt ist natürlich nicht so geil, aber auf jeden Fall steigen jeweils die Angriffswerte, die sie beide brauchen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr praktisch. So, gut, dann können die schon wieder zurücklaufen und Pepek heilen gehen, ne? Da kann er nicht einfach oben rum oder einfach links rum, oder nicht? Da kann ich hier rüber. Ja. Level 2, komm, jetzt machen wir mal schnell platt. Jetzt sind wir Level 7, obwohl. Reicht das überhaupt? Wahrscheinlich gefühlt nur so ein Erfahrungspunkt. Reicht nicht mal. Auch gut. Da war es natürlich, trainiere ich das Pepek schon irgendwie für den Rivalenkampf da. Und ganz ehrlich, wenn ich gegen den kämpfe, dann geht mir doch, glaube ich, doch nochmal hin. Oder warte ich einfach quasi, bis ich bis wir den EP-Teil bekommen, trainiere dann dadurch. Das dauert aber noch ein bisschen, ne? Das ist ja erst in der Trainerschule. Weil ich komme jetzt direkt nach dem Rivalenkampf quasi, ne? Obwohl, den erstmal wieder zum Strandhaus auch noch runter, ne? Ja, jetzt denkst du, ich werde später wahrscheinlich eh immer mal Pokémon hochtrainieren müssen, davon abgesehen. Wenn ich irgendwann auf Route, was weiß ich, 15 Pokémon fange, wird er ja auf jeden Fall eh ein paar Level höher sein als das Pokémon. Aber wenn das halt ein gutes Pokémon ist, was in mein Team kommen soll, muss ich das halt hochtrainieren. Das ist ja, falls mir jemand aus meinem Team stirbt. Ist ja genauso, brauche ich auch wieder irgendwo ein Pokémon im Team. Ja, werde ich aber, also für später zumindest, wahrscheinlich mal außerhalb der Folgen machen. Weißt du, für euch ist das ein bisschen langweilig, wie ich einfach ein, zwei Folgen lang nur im Gras hin und her renne. Und gegen wilde Pokémon-Kampf. Jetzt haben wir so eine Todeswahrscheinlichkeit, ist ja erst eigentlich nicht gegeben. Dass hier da irgendwas verpasst. So, was mache ich jetzt mit Pepek? Ich kann Pepek ja erstmal da vorne tun. Der Gegner dürfte ja auch unter Kanal sein, weil er maximal Level 4 oder sowas sein. Am besten gleich so erstes Pokémon gefangen, erstes Pokémon wieder verloren. Was auf jeden Fall auch nicht schlecht ist, dass wir einen Pepek haben, weil für den Theorie ist ja der erste König hier, Haller ist ja schon mal Typ Kampf. Haben wir schon mal ein Flug-Pokémon jetzt für. Ey, schneller als ich bin ein Vogel, du bist ein Käfer. So, komm mal her hier. Ja.
Ein Pokémon. Ein Ratatz. Aber Laola. Laola, genau. Alola, so rum. Level 3. Boah, abgewehrt. Das war dann quasi die KP, die wir schon verloren haben. Ich muss halt eigentlich übelst vorsichtig spielen, ne? Wenn ich jetzt halt Verteidigung senke, dann bin ich jetzt krittet, dann kann ich schon tot sein, oder? Ich tausche aber sicher, das habe ich schon mal raus. Ja, so einen normalen Nuzlocke, da habe ich ja meistens noch so gedacht, ja komm ey, wenn jetzt irgendwann stirbt oder so, kack drauf, schaffe ich trotzdem noch. Aber so eine Hardcore-Nuzlocke soll ich auf jeden Fall, ist glaube ich jedes Pokémon wichtig. Ich muss ja ausstellen, weil die Wahl ist bisher jetzt nicht relevant, aber ich muss nur ausstellen, dass ich meine Pokémon austausche. Oder austauschen darf, und ich kann es auch anlassen und einfach immer auf Nein drücken. Aber wäre auch eine Zeitverschwendung. So, das heißt, einmal die Option gehen. Warum ist die Option? So. Da. So, Kampfstil nicht wechseln. So heißt er ja einfach. Okay. Gut. So. Noch mehr. Kurz überlegt, so unten gehen wir mal ein. Weil müssen wir gleich ja eh links runterlaufen können, oder? Ich hoffe, da kommt dann kein Trainer mehr. Dass wir nicht wieder das Gras zurückrennen müssen. Dann lassen sich den Raub hier haben. Ach, perfekt. Das Ding, das erinnert mich gerade nicht richtig. Hatte der Rival nicht am Anfang noch ein. Das wäre mega scheiße. Hat der ein Pichu nicht gehabt? Ey, dieses Mal habe ich gerade so im Kopf gehabt, dass der ein Pichu hatte am Anfang. Das wäre mega scheiße, wenn ich jetzt im Flug und ein Wasser-Pokémon habe. Ich habe jetzt eh keinen anderen Rival. Ist ja nicht so, dass ich noch ein Pokémon fangen kann. Ist ja alles dieselbe Route hier. Heimgehen. Darf ich nicht, schade. Dann wohl nicht. Ein Perfekt. Wir haben eigentlich nur die 4 HP hier verloren, oder nicht? Die Zeit wäre ein bisschen übertrieben jetzt gewesen. Ein Heuler. Das reicht nicht mehr noch ein Stapel. Nee, nicht nur heute auch noch einen Schaden, stimmt. Das ist gut, aber eigentlich gut, dann kriegen wir jetzt beide hoffentlich ein Level ab. Der hat ja schon Level 8, der hat ja schon Level 7. Ich hab gerade dafür noch Level 6. Was reicht Level 7 für den Rivalenkampf? Da muss es schon Level 8 sein, weil wir haben eh noch einen Trainer hier vor uns. Ich glaube, wir haben sogar noch zwei Trainer, aber da steht auch noch einer. Oder nicht? Ne, da steht keiner mehr. Den Trainer hätte er noch. Ja, dann hast du Perfekt für Level 6 machen und dann aber Level 8. Level 4. Können wir erstmal einen Heuler einsetzen. So, dann tauschen wir raus. Ich
Das ist Level 5. Das Ding ist, ich werde ja vor dem Gewandkampf eh nochmal geheilt. Eigentlich habe ich jetzt keinen Bock nochmal ganz zurückzurennen. Aber Peppi hat jetzt auch nicht mehr so viel KP, ne? Mit dem Trank. Der einzige Ding ist eigentlich, kann ich die Tränke echt raushauen wie sonst. Du hast halt im Kampf darf ich die eh nicht benutzen, so. Kann ich die eh nicht nur benutzen. Weißt du, eine schnelle Elektroattacke? Ich hoffe einfach mal nicht. Also ich gerade fliehe ich lieber. Also ich nicht gegen keinen von denen kämpfen. Weiß nicht, da ich tränke eh nicht im Kampf. Ist echt so, ne? Ich kann eh nicht im Kampf benutzen. Kann ich eh nur benutzen, um mich außerhalb des Kampfes hochzuhalten. Dann kann ich auch jetzt eh selber einen Trank benutzen. Das ist auch ganz entspannt, so, da hat man eine Verlieserung um Heiltränke und dann Zeug. Ist eh kein Regal für den Kampf. Braucht man ja eh nicht. Superschall, nee. Warum kannst du denn Superschall? Bist du ein Kalkmarin-Käfer? Ja, trifft aber trotzdem. Auch nur eine Runde verwirrt. Stimmt, hier wurde ja auch verwirrt. Man wollte das, war es nicht die Generation, wo das genervt worden ist? Dafür war es ja, glaube ich, 50-50 die Chance, dass du dich selbst triffst oder den Gegner halt angreifst. Und ich glaube, ab Sonne und Mond war das dann nur eine 30% Chance, dass du dich selber triffst oder so. Wenn mich da nicht irre. So, du bist Level 6, wie gesagt, dann machen wir dich hier noch Level 7. Ich will den mal hier drüber tauschen, ey. Das sollte eigentlich ganz gut gewartet sein für den Rivalkampf dann. Also ich sag mal von der ersten Route hier so, wenn ich das Pokémon hier so sehe, eigentlich habe ich mit Peppik da eigentlich schon fast das Beste getroffen, oder nicht? Also ich jetzt hier, wie ist denn die weiteste Entwicklung, meine Tukanon. Ist jetzt eigentlich ja gar nicht so bad. Was habe ich sonst noch? Bulio, was ist das? Manuspector? Naja, brauche ich nicht unbedingt. Denn hier Lelian ist jetzt auch nicht so unbedingt ein krasses Pokémon. Keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es ja auch Raupin, so gibt es ja wahrscheinlich auch, weil wir ihn noch nicht gesehen haben als wilde Pokémon, aber der Trainer hatte das ja. Genauso wie hier Ratzfatz, da kann man als Pokémon mitdenken. Weil es halt die erste Route, ne? Da gibt es halt nichts Gutes, aber da ist echt den Peppig eigentlich noch das beste Pokémon drin. Wir haben schon eine Feenattacke bekommen. Ich glaube, das dauert noch eine Weile. Stimmt natürlich auch gegen den Karl hat er schon ganz gut, ne? Aber apropos können wir auf jeden Fall mal die Attacken sortieren, weil wir sind, glaube ich, es ist aber nicht erst die Endentwicklung Typ Fee davon abgesehen. Das dauert ja auf jeden Fall eine Weile, bis wir dann den Feen-Vorteil haben. Halt. So, das ist alles richtig. Okay, dann würde ich aber sagen, das war's für heute. Machen wir morgen den Rivalenkampf. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.